Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. In diesem Falle haben wir ein besonderes Highlight und zwar eine Mühlenfeld-Fußfessel. Extrem selten. Selten sind auch die Handfesseln. Und diese Fußfessel hat die Besonderheit, es ist hier noch eine Kugel mit vorhanden. Wir schauen uns diese einmal genauer an. Wir fangen einmal mit der Kugel an. Die Kugel ist sehr massiv, wiegt schätzungsweise 5 bis 8 Kilo. Ich habe sie jetzt nicht genau gewogen. Wir haben hier an der Kugel festgeschweißt einen Ring oder eine Öse. Sieht sehr, sehr schmiedeeisern aus. Durchmesser von dem Material sind ungefähr 5 bis 6 mm. Und wir haben daran angeknüpft hier ein normales Kettenglied. Man achte hier beim Kettenglied auf die Schweißnaht. Diese ist leicht erhoben. Ich halte das mal näher dran. Und steht auch nach allen Richtungen hervor. Es fällt auf, dass diese Naht bei allen Kettengliedern so vorhanden ist. Wir schauen uns die Kette einmal weiter an. Und hier endet die Kette in einem runden O-Ring. Die Kugel rollt leider etwas. Das ist ja auf dem Tisch nicht ganz so schön. Und dieser O-Ring hat keinerlei Schweißnähte oder ähnliches. Wir sehen hier, dass er plattgeklopft wurde, hier an der Seite. Also wahrscheinlich auch noch eventuell händisch hergestellt wurde von einem Schmied. Und hier haben wir dann daran befestigt die eigentliche Fußfessel mit denselben Kettengliedern. Die Fußfessel wurde so auch einzeln hergestellt und vertrieben durch den Hersteller Mühlenfeld. Und wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kettenglieder. Am 7. mittleren Kettenglied haben wir hier diesen O-Ring befestigt. Und es fällt auch hier auf, dass die Schweißnähte exakt genau so hergestellt wurden oder gesetzt wurden wie bei allen anderen Kettengliedern. Das deutet sehr, sehr stark darauf hin, dass diese Kugel ab Werk an der Fußfessel befestigt wurde, was das Ganze noch seltener macht. Ich lege die Kugel einmal noch weiter weg. Hier noch mal was drunter. An den Kettengliedern selbst haben wir die Fußfessel befestigt. Hier mit einer Art Schäkel, der drehbar ist. Und dieser Schäkel ist hier mit dieser Niete an diesen beiden Bügeln befestigt. Der eine Bügel, man sieht hier auch eine Art Naht von der Herstellung mit Sicherheit. Ich gehe davon aus, dass das eine Art Gussverfahren war in der Herstellung. Und hier haben wir daran befestigt, am Ende des Bügels, den Schlosskörper. Der andere Bügel, hier sehen wir diese leichte Symbolik ebenfalls, der mündet dann hier quasi in der Zahnstange. Wir haben hier die Ecken alle schön abgerundet, eine schöne Patina, und in Richtung Schlosskörper wird das Ganze dann etwas eckiger hier und auch etwas massiver. Der Schlosskörper ragt hier hervor, eckig, wurde hier aufgesetzt, so sieht es aus, also hier auf diese flache Seite wurde hier aufgesetzt. Hier sieht man auch noch die Naht bzw. einen kleinen Abstand.
Und der Schlosskörper sitzt hier bündig auf, hat aber hier auf der anderen Seite einen Abstand zur Kante. Das Schlüsselloch an sich selbst ist hier auf einer erhobenen Seite. Also wir haben ja eine leichte Erhebung. Und wir sehen, dass hier ein Doppelbartschlüssel Fassung findet und in der Mitte natürlich dann auch entsprechend dort ein Hohlschlüssel aufgesetzt wird. Auf der anderen Seite ist das ebenso der Fall. Beide Seiten sind gleich. Wir sehen hier den Durchlauf für die Zahnstange und hier unten kommt die Zahnstange dann heraus. Wir haben hier auch einen kleinen Absatz, dass die Zahnstange hier frei entlanglaufen kann. Und hier sehen wir auch nochmal ganz deutlich, dass der Schlosskasten hier aufgesetzt wurde. Nachträglich. Wir schauen uns nun einmal den Schlüssel an. Der Schlüssel ist hier in diesem Falle ein nachgemachter Schlüssel. Man sieht es auch am neueren Material. Wir haben hier den schon zuvor erwähnten Doppelbart und hier natürlich auch den Hohlraum und entsprechend alles natürlich auf Durchmesser angepasst für das Schlüsselloch. Wir werden die Schelle nun einmal aufschließen. Dazu setzen wir den Schlüssel hier in das Schlüsselloch und drehen ihn in Richtung Uhrzeigersinn. Können dann die Fußfessel öffnen. Sie ist leicht schwergängig, ich habe sie nicht geölt. Den Schlüssel drehen wir dann wieder zurück und entnehmen ihn. Und hier sehen wir einmal natürlich die Öffnung, also die Schelle lässt sich sehr, sehr weit öffnen. Und hier haben wir die Zahnstange mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schließpositionen. Die Zahnstange ist ebenfalls sehr massiv und sehr breit ausgeführt. Und wir haben dann hier das Loch, durch das die Zahnstange hindurchführt. Wenn wir hier einmal ohne die Zahnstange schließen, dann können wir sehen, mit etwas Glück, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich versuche das mal so zu machen. Also man sieht es ganz, ganz leicht, wie sich dann der Schließbolzen zurückbewegt. Man sieht es oben an der Kante. Jetzt haben wir hier eine kleine Kante. Und wenn ich den Schlüssel drehe, dann verschwindet diese Kante, also dann geht dieser ganze Bolzen zurück. Einfache, simple Schließtechnik. Und um die Schelle zu schließen, benötigt man natürlich keinen Schlüssel, sondern führt diese hier ein. Und damit ist sie eingerastet. Das hier ist der größte Durchmesser. Und wenn wir sie weiter zudrücken, dann ist dies der kleinste Durchmesser. Wir haben einen satten Ton gehört für die Fessel. Also beim Schließen hört man wirklich, dass die Feder hier, die den Schließmechanismus zuhält, sehr viel Kraft hat. Auf der anderen Seite identisch. Wir führen den Schlüssel ein, drehen im Uhrzeigersinn, merken einen Widerstand, der Schlüssel bleibt so stehen und können die Schelle dann öffnen. Und dann haben wir ebenfalls hier die Zahnstange leicht noch gefettet und können hier entsprechend auch, wir hören uns nochmal den Ton an, mit etwas Kraft die Fessel zudrücken. Und dann ist sie zu. Typisch für die Mühlenfeldfesseln sowie auch die Handfesseln
ist dieser simple Schlosskörper und natürlich auch dieser aneinander vorbeilaufende oder diese aneinander vorbeilaufende Systematik, dass der Bügel mit der Zahnstange hier unter dem Bügel vorbeiläuft und so entsprechend die Schelle schließt. Simple Technik und sehr, sehr alt. Und eben sehr selten. Wir sehen hier auch am Schlosskörper, dass das Dach des Schlosskörpers hier auch nachträglich aufgesetzt wurde. Wir haben hier eine kleine Vertiefung, einen Riss, wenn man so will, der auf der anderen Seite auch leicht zu sehen ist. Hier allerdings doch etwas stärker. Und ansonsten sehen wir natürlich die recht einfache Herstellung. Hier von diesen Fesseln. Es sind an diesem Modell keinerlei Gemarkungen vorhanden, also keinerlei Beschriftungen oder ähnliches, die auf irgendetwas hindeuten. Und wie bereits erwähnt, es ist sehr wohl möglich, dass diese Fußfessel so original mit dem Gewicht hergestellt wurde. Ab Werk, sehr wahrscheinlich auf Sonderanfertigung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.